Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Company of Heroes, alle in so im Elo. So langsam geht's ans Eingemachte, die letzten drei Missionen. Lianö, Brennpunkt. Feind hat Veteranentrupps und schwere Panzerreserven. Ich auch. Ich habe die Ranger hier vor Ort. Ich denke mal, dass ich die schweren Panzerreserven nicht allein mit den Rangern schaffen werde. Aber das heißt jetzt auf alle Fälle Punkte besetzen, relativ früh viel Geld machen und dann vielleicht noch eine Art, eine Pack dazu holen. Das könnte trotz alledem ein bisschen eklig werden. Wir haben jetzt noch irgendwie 83 Punkte. Das reicht, um da nochmal aufzurüsten. Aber wir sollten natürlich gewinnen und möglichst nicht so viel dabei verlieren. Bin mir noch nicht sicher, ob das dann klappt. Okay, hier ist der Plan. Ich will unsere Streitkräfte formiert und einsatzbereit sehen. Okay. Andere Ist ja schon Einheiten mal führen ganz gut. andernorts den Sturm an. Wir müssen das Los, OKW hart dass wir angehen und hier vor Ort beschäftigt halten. selber Das sollte dieser Gruppe leicht fallen. in Die Deutschen sind Rückstand bereits in liegen. Schlüsselpositionen aufgestellt. Es ist mit starkem Widerstand zu rechnen. Okay, da ist mit starkem Widerstand zu OKW rechnen. handelt. Das heißt, ich brauche da wahrscheinlich gar nicht hingehen, ne? Lassen wir das. Holen wir uns lieber den anderen Punkt und gucken, dass wir hier ein bisschen was kriegen wir ja zusammen. Dass wir die dann nicht verlieren. Das sind dann die Veteranenpunkte. Solange wir den dritten nicht hat, dürfte ja eigentlich nichts passieren. Theoretisch. Das ist dann gleich mal ein Veteranenpunkt, Trupp. Bisschen Deckung setzen. Schon, das wird spannend und lustig. Ja, wohl nur mit Dings nicht weit kommen. Wir haben gerade eine Einheit verloren. Befehle. Wie? Das war's. Tatsächlich. Position gehört uns. Planänderung. Klappt nach Erreichen der Position aus und haltet Ausschau. Sperr nach vorn. Los geht's. Der Trupp ist wieder vollständig. Wir müssen irgendwie den unteren Teil wenigstens kriegen und uns punktemäßig im Spiel halten. Und ihr holt euch mal den. Und wir den holen. Jetzt verliere ich doch Punkte. Muss ich die oben doch holen. So, die nach da oben. Und ihr könnt schon mal dahin gehen. Das war dann nämlich relativ schnell. Irgendwie den links kriegen. Irgendwie Schichten oder so. Verstanden, Sergeant. Bring uns zu dieser Position. Könnte da ruhig drin stehen bleiben. Fast auf Gegnerangriff auf! Zeigt keine Gnade! Achtet auf die Zugänge! Wer hat nicht Kontakt mit dem Schützen? Wir sind bei 200 Punkten. Überprüft eure Munition.
sichert den Perimeter unserer Herhören! Bewegung! Geht zu dieser Position! Lassen Sie die Männer ausschwärmen! Wenn die dann nämlich. Erhöht die Feuerrate! Los! Das ist gleich ein Problem, tatsächlich. Dass wir da nicht rankommen. Bewegung! Schafft sie nach draußen! Von vorher kommt das mit Geldbeförderung verdient! Los! Bewegung! Befehle! Ohne irgendwie irgendein Gegengewicht dazu haben. Okay, mit denen haben wir uns ja eigentlich die nächsten holen. Mit denen dann haben. Könnte halt trotzdem was sein, was vor allen Dingen mit Pack zu lösen ist. Erhöht die Feuerrate! Ja, mit Pack, mit irgendwie Infanterietruppen. Verlieren einen Eroberungspunkt. Planänderung. Sammelt euch an. Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. Ja, null. Und dann jetzt hier nämlich mal so eine Panzerhaubitze. Gucken wir es doch einfach mal, ob das nicht was ist, was uns hier ermöglicht, ein bisschen Druck zu machen. Bereit machen für Befehle! Planänderung! Und im Schatten der Panzerhaubitze könnte man ja mal gucken, hier sowas. Man die ja irgendwie dazu dingsen kann. Was kostet sowas? 50. Ist mir eigentlich zu teuer. So, Panzerhaubitze, komm. Ja, sammeln wir mal wieder hier. Okay, das ist die 3. Die kann sich ja eigentlich mal so reinlegen. Wenn wir die Position erreicht haben, sollen die Männer den Gegenangriff vorbereiten. Die 1 ganz vorne steht, dann geht ja vielleicht sogar was. Und dann die Panzerhaubitze. Befehle! Klappt nach Erreichen der Position aus und haltet Ausschau nach dem Feind. Zielposition sicher. Leichter Geschützpanzer bereit. So, 5. Ich will die nämlich jetzt hier in. Ach schon. Geht zu dieser Position! Uns leider wer entdeckt. Los, los, los! Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte. Feindliche Infanterie! Luftlandetruppen sind unterwegs! Erteilt den Befehl! Hier drüben! Beschuss auf den Truppenlager! Warum ist denn die jetzt da? Könnte ja einfach was sein. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Nimm ich erstmal die da. Die Krautfresser haben unsere Versorgungslinie unterbrochen. Einheiten an der Front sitzen auf dem Trockenen. Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. Ein Stück raus. Erteilt den Befehl, bring uns hier weg! Koordinaten markiert!
Koordinaten markiert. Bring uns dorthin. Bleib wachsam. Mein Kopf! Deckung und Verstärkung! Infanterie ist voller Stärke! Männer, erhöht die Feuerrate! Neuer Befehl zur Kampfpatrouille. Auf geht's! So, und jetzt bin ich hier voll durch. Ein Eroberungspunkt wird angegriffen. Los, bewegt euch! Los, Bewegung! Achtet auf die Zugänge! Geh auf den. Befehle! Wörter! Auf die Planänderung! Geh zu diesem Gebiet rüber. Seid auf Warnbefehle. Ziel zerstört! Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte. So, jetzt haben wir zumindest schon mal die Seite. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Gute Arbeit, Jungs. Perfekt. Also gut, Jungs. So, nehmen wir mal noch einen irgendwie ganz normalen Trupp dazu. Wenn ihr voll seid. Passt auf, Jungs. Stellung ist klar. Was steht denn hier eigentlich mitten im Wald rum? Mal damit hin. Bereit für den Einsatz! Feuer anpassen! Beobachte mein Streubereich! Verschwindet von da! Bewegung! Gesichert! Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. Ah, verflucht! Der Feind flankiert! Wir gehen los! Herhören! Ich kann mich mal ganz gut da drin verstecken. Gesehen, aber. Flugzeuge mit Fallschirmjäger sind und. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Und danach holen wir uns den hier auf alle Fälle. So. Und die nehmen irgendwelche MP-Dinger. Oh, bleibt man noch hier. Zurückfallen zum Gefechtsstand. Auch und geht man dahin. So, die Einser. So, guck mal, ihr könnt euch eigentlich mal das Ding hier nehmen. Wenn ihr die Sechser schon mal doppelt. Artillerie. So irgendwie beide an derselben Stelle, was jetzt nicht so richtig cool ist, aber. Feindliche Einheiten nähern sich ihrem Sektor. Befehle. Irgendwas ist ja immer. Und wenn die dann hier gleich mal voll sind, dann könnt ihr mal da hingehen. Und ihr müsstet den da jetzt auch haben, dann geht der auch mal dahin. Gucken wir den mal da wegzunehmen. Jawohl, ich höre. Linienformation. Los geht's. Rücken aus. Sie kommen von der Position aus. Ein Eroberungspunkt wird angegriffen. Männer, der Rücken zur Kampfpatrouille. Ein so ein Trupp da unten, ich kann offen. Den da oben haben wir eigentlich ganz gut. Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte. Ausrücken! So, und ihr steht hier oben mit bereit. Finde ich sehr gut.
So, dann nehmen wir als nächstes mal den hier. Wir müssen auf alle Fälle noch die beiden Punkte hier zurückholen. Ein Eroberungspunkt wird angegriffen. Und stellen fest, erledigt diese Stellung. Dass hier auch noch Artillerie, Feuer. Typen sind. Unsere Versorgungslinien wurden gerade. Achtung, feindliche Scharfschützen! Position gehört uns! Unter Feuer! Nehmen wir uns mal endlich einen Scharfschützen so mal hier oben. Die beiden können sich eigentlich den mal holen. Die 4 ist noch frei. Das heißt, ihr beiden seid jetzt die 4 hier oben. Zerstört die Position! Besatzung! Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. So, wo war denn jetzt hier das Fahrzeug? Da. Können wir uns eigentlich mal holen. So schön von der Seite. Das dürfte eigentlich nicht so viel jetzt mehr passieren. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich so weit reinwagen wollen. Wenn wir den hier unten haben, sind es noch 114. Geht nach dort drüben! Lauf! Herhören! Los, los, los! Geht zu dieser Position! Verdammt! Jemand soll uns hier schießen mit Fragmentgranaten an! Ja, jetzt ist es zu spät. Nehmen wir erstmal den. Rücken wir mit dem hier ein Stück auf, glaube ich. Und wir gehen. Koordinaten markiert. Bring uns dorthin. Bleib wachsam. Und rutschen mal mit dem darüber. Ich glaube, den da oben können wir, glaube ich, eher ignorieren. Nehmt ihr den? Erhöht die Feuerrate! Ich glaube auch so prinzipiell von der vom Standing sieht das gerade ganz gut aus. Immer glaube ich ganz gut zusammengekriegt. Warten wir noch kurz, bomben wir da mal noch rein, bevor wir da jetzt wirklich reingehen. Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte. Besatzung schießt, Ortungsartillerie aufgepasst. Jawohl, wenn wir die Position seid, auf Warnbefehle vorbereitet. Stellung im Fahrbahn, das ist ja natürlich jetzt in die Falschen geraten mit so vielen Raketenwerfern. Zugänge! Zieht auf den deutschen Trupp! Kann jemand sehen, aus welcher Richtung geschossen wird? So ein bisschen packt mich eigentlich. Das ist so ein Ding, ich habe auch noch irgendeinen Panzer, den ich da hingesehen habe. Okay. Man ist eigentlich ganz gut durchgesetzt, sage ich mal, auch kaum Punkte verloren. Das weiß ich nicht, ob das in schwer auch so gut gegangen wäre. Aber das war doch ganz gut, den Bogen da rauszukriegen. Das war's. Wir haben die Schlacht ein paar Verluste haben wir. Kann man nichts machen.
Ranger sind auch ganz gut ausgerüstet mittlerweile, muss ich sagen. Viel besser als der ganze Rest, aber ich will auch nicht. Minus 5. Sieht irgendwie mehr aus wie minus 5. Also, alle irgendwo hin, aber keiner kommt mehr irgendwo hin. So, dann haben wir jetzt Bulling. Deutsche Kommandolastwagen. Auch hier geht es wahrscheinlich um Schnelligkeit. Und jetzt ist die Frage, geben wir denen hier lieber noch ein bisschen was oder nehmen wir weiterhin die Ranger und bauen auf die, weil die einfach gut sind mittlerweile. Ich glaube, ich baue auf die Ranger. Auch wenn ich das zuerst nicht gesagt habe. Aber die sind... Die haben es halt einfach drauf. Sanitäter-Spezialisierung verfügbar, okay. Noch 7, noch 5. 4, 3, 2, ja, recht. Nochmal Kontakt. Vorstoß plus 5 und oder weitergehen. Rasten. Lassen wir uns Zeit. Okay, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Bullingen. Und gucken wir mal, ob das ähnlich smooth geht wie das hier gerade. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.